Hallo, herzlich willkommen zu Maikes Rappelkiste. Ich habe mir was Leckeres gemacht. Einen selbstgemachten Eistee. Oh, fruchtig riecht der. Nach Himbeer und Zitrone. Ah, oh, da freue ich mich jetzt drauf. Oh, Mist. Wisst ihr, was ich vergessen habe? Ein Becher. Wie soll ich einen Eistee trinken ohne ein Glas oder eine Tasse oder einen Becher? Ich kann ja schlecht aus der Kanne trinken. Was mache ich denn jetzt? Ihr meint, ich soll mal die Rappelkiste fragen? Gute Idee. Vielleicht hat die ja einen Rat. Kommt mit. Okay. Becher. Becher, Becher. Noch ein Becher. Rappelkiste. Ich brauchte doch nur einen Becher für meinen Eistee. Was hast du vor? Hast du eine Teeparty mit allen geplant? Ah, da ist noch was. Wartet. Das sieht nach einem Brief aus. Hallo Maike. Hallo Rappelkiste. Sagt mal, habt ihr eigentlich schon mal was von Bechern, also von Musik machen mit Bechern gehört? Nee, ehrlich gesagt nicht. Habt ihr schon mal was davon gehört, dass man mit einem Becher Musik macht? Wartet, ich lese mal weiter. Becher benutzen wir ja normalerweise, um daraus zu trinken. Aber man kann auch andere coole Sachen damit machen. Wie zum Beispiel Becher ineinander stapeln oder Türme bauen. Und man kann viele interessante Geräusche, Sounds und Rhythmen damit spielen. Damit kann man Lieder oder auch Sprechverse super begleiten. Dafür sollten die Becher natürlich leer sein. Ja, natürlich. Wenn du magst, kann ich euch das gerne einmal zeigen. Liebe Grüße, Nicole. Wow, das klingt auf jeden Fall super spannend. Musik machen mit Bechern? Ich finde, wir sollten Nicole unbedingt mal fragen. Was meint ihr? Dann, ihr wisst, wie es geht. Wir schnippen uns mal zu Nicole rüber. Vielleicht hat sie ja Zeit. Achtung! Oh, hi Maike! Wie es aussieht, hast du scheinbar meinen Brief bekommen. Das freut mich und toll, dass ihr euch bei mir meldet. Ja, hallo Nicole. In der Tat haben wir deinen Brief bekommen. Aber ehrlich gesagt, von diesen Bechern, wovon du erzählst, habe ich noch nie was gehört. Aber es klingt total spannend und ich fände es total super, wenn du den Kindern und mir einmal zeigen könntest, wie das geht. Ja klar, sehr gerne sogar. Also, dann passt mal gut auf. Wow, das sieht total cool aus, aber ehrlich gesagt auch total schwer. Würdest du uns vielleicht einmal erklären, wie es geht? Na klaro, du brauchst dafür zwei Plastikbecher, einen Tisch
oder du kannst es auch auf dem Fußboden machen. Und wenn du möchtest, dass es nicht zu laut klingt, dann besorg dir doch noch eine Unterlage dazu. Alles klar. Becher habe ich und einen Tisch hole ich auch noch. Möchtet ihr zu Hause auch mitmachen? Dann drückt kurz auf Pause und besorgt euch zwei Becher. Ich glaube, ich zeige dir erstmal eine einfachere Variante. Hey Maike, warte! Ich zeig's dir nochmal. Okay, ich versuche das mal zusammenzufassen. Komm und sei dabei bei der bunten Becherei. Da klopfen wir abwechselnd auf den Tisch und die Becherböden zusammen. Komm und sei dabei bei der bunten Becherei. Die Party geht gleich los. Ja, das wird famos. Die Becher hüpfen auf und ab. Ist selbsterklärend, oder? Die Becher hüpfen auf und ab und machen niemand schlapp, denn diese Becherparty, beide wieder auf dem Tisch, ja, die macht richtig Spaß. Also zuerst zweimal klopfen und einen Becher umdrehen und einmal klopfen und den Becher in den anderen Becher stellen. Okay, lass es uns versuchen. Jetzt aber, ich kann's. Ich kann es, Nicole! Wie sieht's bei euch zu Hause aus? Klappt es? Ich glaube, wir können die schwierigere Variante probieren. Okay, dann gut aufgepasst. Jetzt kommt die Variante für Profis. Was? Wie? Wo muss ich klopfen? Nicht so schnell, Maike. Ich zeig's euch nochmal langsam. Und dann könnt ihr es üben.
Super gemacht. Dann eine Runde schneller. Komm und sei dabei bei der Buntbecherei. Die Party geht gleich los. Ja, das wird famos. Die Becher hüpfen auf und ab und machen niemand schlapp. Denn eine Becherparty, ja, die macht richtig Spaß. Alles klar, ich bin bereit. Und los. Komm und sei dabei. Na also, ihr seid ja richtige Becherprofis. Super gemacht! Wow, Nicole, vielen Dank. Mir hat es total Spaß gemacht. Ich hoffe, euch zu Hause auch? Auch wenn die Variante 2 wirklich was für Profis war. Wie sieht's bei euch zu Hause aus? Hat es geklappt? Ich würde ja total gern noch mehr darüber erfahren. Nicole, hast du nicht vielleicht einen Tipp für uns, wo wir im Internet noch mehr Ideen zum Bechern bekommen? Also auf meinem Instagram-Profil oder auch auf meiner Facebook-Seite findet man vielerlei Ideen zum Musizieren mit Kindern von 0 bis 10 Jahren. Und dort findet man unter anderem auch einiges zur Becherei. Wenn du jedoch speziell für das Musizieren mit den Bechern etwas suchst, dann würde ich sagen, schau doch mal bei Musikkonzept vorbei. Dort gibt es demnächst einen Online-Kurs mit vielen tollen Ideen rund um das Musizieren mit den Bechern, Klanggeschichten, neue Lieder, Sprechverse und vieles, vieles mehr. Alles klar, da schaue ich auf jeden Fall mal vorbei. Und euch verlinke ich die Seiten natürlich alle hier unter dem Video in der Videobeschreibung. Nicole, ich sag dir schon mal vielen Dank, dass du uns das gezeigt hast und verabschiede mich an der Stelle von dir und lass mir jetzt endlich meinen Eistee schmecken. Sehr, sehr gerne. Schön, wenn es euch gefallen hat. Und ja, wer weiß, vielleicht musizieren wir ja mal wieder zusammen. Also ich würde mich auf jeden Fall freuen. Also tschüss, mach's gut und lass dir deinen Eistee schmecken. Danke. Lecker, erfrischend. Und wir sehen uns wieder nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.